Ich freue mich super, unsere Expertin Anna Wegschneider dabei zu haben, die ich auch noch gleich vorstelle. Genau, kurz vorweg erstmal. Ich bin Corinna, ich bin die Projektleiterin von Was verdient die Frau? Wirtschaftliche Unabhängigkeit. Wir sind ein Projekt vom Deutschen Gewerkschaftsbund und wir werden vom Familien- und Frauenministerium gefördert. Und wir setzen uns für wirtschaftliche Unabhängigkeit vor allem von jungen Frauen ein. Das heißt, wir sensibilisieren eben junge Frauen zum Thema Finanzen, Steuern, eben alles in dem, im Hinblick, ein Mann ist keine Altersvorsorge, wir schaffen es auch alleine. Genau. Zuerst noch kurz technische Hinweise, weil das System Click-Meeting, das wir benutzen, ist vielleicht nicht allen bekannt. Erstmal ganz wichtig, wir hoffen, dass ihr uns alle seht und hört, mich und Anna zumindest. Ihr könnt mal gucken, im rechten Fenster habt ihr ein Chatfenster. Da können alle Fragen reingestellt werden. Wenn ihr uns nicht hört, nicht sieht, nichts funktioniert, könnt euch dort melden, dann kriegt ihr technischen Support. Ihr könnt auch ein bisschen die Fenstergröße selbst bestimmen, ein bisschen rumschieben, probiert euch da mal aus, könnt es euch so zurechtlegen, wie ihr das wollt. Und wenn ihr den Chat schon gesehen habt, dann probiert ihn doch gerne schon mal gleich aus und schreibt rein, wo ihr herkommt und wieso ihr heute Abend da seid und was euch besonders an diesem Thema interessiert. Weiterer Hinweis, ich habe es schon gesehen, wir nehmen das Webinar auf, weil wir das später in unsere Mediathek auf unserer Webseite stellen wollen. Wir werden auch eine Dokumentation, also schriftliche FAQs von heute Abend auch zur Verfügung stellen, die ihr euch noch per Mail zukommen lassen. Ganz wichtig, der Chat und auch eure Namen werden nicht gesehen, die werden nicht aufgenommen, also macht euch da keine Sorgen. Und auch wichtig, sollten zum Beispiel persönliche Fälle von euch heute Abend besprochen werden, falls das jemand heute Abend in den Chat stellt. Das werden wir natürlich aus dem Video rausschneiden, wenn wir es online stellen und auch in der Dokumentation nur anonymisiert dort darstellen. Also, falls ihr auch persönliche Fragen habt, ist in Ordnung. Das hier ist ein Safe Space, ist uns ganz wichtig und eben auch ganz wichtig, Respekt füreinander zeigen und auch einfach wertschätzen, miteinander umgehen, ist uns ganz wichtig. Genau. Und mit dabei sind auch noch meine Teamkolleginnen Katrin und Maike. Ihr könnt ja vielleicht kurz die Kamera anmachen, dass euch die TeilnehmerInnen auch noch kurz sehen. Super. Katrin und Maike moderieren den Chat und sind auch technischer Support. Also, wie gesagt, falls irgendwas ist, schreibt den beiden einfach. Werden sich gut um euch kümmern. Super. Danke euch beiden. Dann erkläre ich ganz kurz den Ablauf heute Abend. Anna gibt jetzt gleich eine kurze Einleitung in das Thema. Und danach haben wir drei Fragenblöcke. Das erste, was ist Online-Gewalt und wieso betrifft es vor allem Flinterpersonen? Wie kann ich mich davor schützen und wie kann ich darauf reagieren?